Die Genetik erklärt, wie und nach welchen Gesetzmäßigkeiten Organismen ihre Merkmale an ihre Nachkommen vererben. Als Gründer der klassischen Genetik gilt der Mönch Gregor Mendel. Seine Untersuchungsobjekte waren Erbsen. Mit ihnen führte er im Klostergarten Kreuzungsexperimente durch und wertete sie statistisch aus. Damit konnte er als erster erklären, nach welchen Gesetzmäßigkeiten die Elterngeneration ihre Merkmale an die Folgegenerationen weitergibt. Mendel veröffentlichte seine bahnbrechenden Ergebnisse 1865 unter dem Titel Versuche über Pflanzenhybriden. Der Link zu seiner Originalpublikation ist unten in der Beschreibung des Videos. Mendel war seiner Zeit wohl etwas voraus. Nur 6 Jahre früher erhielt Charles Darwin für sein Werk On the Origin of Species große Aufmerksamkeit und erfuhr leidenschaftliche Unterstützung sowie heftige Ablehnung. Die Erkenntnisse von Mendel hingegen erzeugten keine derartige Aufregung, obwohl sie aus heutiger Sicht ähnlich revolutionär waren. Was besagen die Regeln von Gregor Mendel? Was lässt sich mit ihnen anfangen? Gewisse Merkmale, wie die Blütenfarbe oder die Blutgruppe, werden von einem einzigen, allenfalls zwei oder höchstens ganz wenigen Genen bestimmt. Bei solchen Merkmalen können wir dank den Mendelschen Regeln vorhersagen, wie häufig sie über die Generationen hinweg bei einzelnen Individuen auftreten. Gregor Mendel entdeckte die Gesetze der Vererbung.